Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ich begrüße euch zu einem neuen Vlog. Ich habe gerade den alten beendet, weil ich das gestern Abend irgendwie nicht gemacht habe. Keine Ahnung. Speicherkarte leer gemacht. Und jetzt mache ich hier gerade einen Shake für uns. Ihr wisst, jeden Morgen trinken wir so ein 2-Liter-Ding. Oder es ist, glaube ich, sogar noch mehr. Und das ist in den letzten Tagen so ein bisschen in Vergessenheit geraten durch dieses ganze Lockdown-Gedöns und nicht arbeiten müssen und nicht zur Schule müssen. Und dann ist so ein bisschen der Rhythmus, der Alltag, der ist jetzt halt weg. Und man, ja, das hatten wir ja im Frühjahr auch schon, habe ich euch schon mal erzählt. Jetzt ist dunkel. Man verkommt total, ne, wenn man so keinen Rhythmus hat und keine Aufgabe. Also ich habe die Aufgabe halt Videos schneiden und so, aber das ist ja egal. Das mache ich meistens nachts, weil ich dann eh wach bin. So, Calvino hat jetzt gerade seine Meeting-Dinger da angefangen für die Schule. Er hat ja immer Zoom-Meetings. Bernd ist eben zum Laden gefahren. Da wurden nämlich heute die Mülltonnen abgeholt und die hat er gestern rausgestellt. Und jetzt stellt er sie halt wieder rein, wenn sie schon leer sind. Ich hoffe es, weil wir haben ja erstmal 8.11 Uhr, also noch sehr früh. Und schon wegen heute, also haben wir einen Essensplan geschrieben. Wir machen ja immer einen Essensplan und der ist auch durcheinander irgendwie. Wir wollten heute eigentlich Linsen-Kartoffeleintopf machen. Aber wir haben so viele Reste, deswegen gibt es heute Reste-Essen. Das zeige ich euch nachher. Und ich verbringe den Lockdown sehr viel auf dem Sofa mit meinem Baby. es ist halt... Also jetzt, was haben wir denn heute? Morgen beginnt die 37. Schwangerschaftswoche. Ich weiß es gar nicht genau. Ja, morgen ist Samstag, da wechsle ich immer, genau. 37. Woche. Ich habe so viel Wasser in die Hände und in die Fußgelenke, dass mir das so weh tut, die Bewegung. Sorry, dass ich euch einen vorjammer. Tut mir leid, aber es ist halt wirklich, also jetzt ist echt beschwerlich und ab nächste Woche Samstag dürfte sie dann gerne kommen. Dann ist ja 37 plus 0 und ja, ich habe echt nicht gedacht, dass ich das mal sage. Dass ich sage, ich freue mich, wenn die Schwangerschaft vorbei ist. Ja, da habe ich auch echt lange für gebraucht, selbst diese Schwangerschaft, obwohl es echt kacke war teilweise. Also nichts. Ist ja immer noch jammern auf hohem Niveau, ne? Es ist ja wirklich alles in Ordnung. Ist ja eigentlich eine Traumschwangerschaft, außer dass es mir halt schlecht geht. Oder ich wehleidig bin. Aber bei der ersten Schwangerschaft, da kannte ich das halt gar nicht. Da war alles toll. Ich habe mich noch nie so wohl gefühlt in meinem Körper wie in meiner ersten Schwangerschaft. Und deswegen ist das alles Neuland für mich. Ja, so, jetzt gibt es erstmal den Shake, damit wir unsere Vitamine bekommen. Heute mit Erdbeer und Mango. So süß. Richtig lecker. Ich habe dem Calvino schon, der hat ja gleich dann immer Frühstückspause nach den ersten beiden Stunden. Habe ich ihm schon hier einen Snack gemacht. Ich habe gestern ein Zwiebelbrot gebacken, das habe ich euch in dem Vlog von gestern erzählt. Oder gezeigt. Das ist sehr lecker geworden und das ist mit Schmierkäse und Kresse, ein Radieschen, ein Möhrchen, Porree und hier ist es Meerrettich? Ich weiß es nicht. Ich zeige es euch. Das hier ist das. Aber das ist, glaube ich, nicht Meerrettich, weil es gibt diesen, der ist so mild und es gibt den, der richtig scharf ist. Ist das nur Rettich? Ich weiß es nicht. Aber das schmeckt ganz gut. Mal schauen, was der Sauerteig macht, den ich Geizhals gestern angesetzt habe. So sieht der aus. Morgen muss ich den füttern. Dann kriegt er wieder 100 Gramm Mehl und 100 Gramm lauwarmes Wasser. Und übermorgen nochmal 200 Gramm Roggenmehl und 200 Gramm Wasser. Und dann können wir den verbacken. Ach, hallo. Alles erledigt. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding.
Kaffeesuppe? Ja. So, die Knoblauchsoße, sonst noch was? Ketchup oder so? So, wir haben Nudelauflaufreste, Reisreste mit Soßereste, Bohnensalatreste und Käsesuppereste. Ja, der Bernd hat heute entschieden, heute gibt es nochmal Reste auf. Genau, eigentlich hätten wir, das habe ich schon erzählt, Linsen-Kartoffel. Ja, nur bevor Eintopf wir das wegtun müssen. Genau, gibt es heute Reste mit Reste. Brötchen haben wir auch noch. Ein Reste-Restaurant, Reste. Und ich habe noch aus Ungarn. Wie heißt das? Nicht Palinka. Wodka. Nein. Wie heißt das? Holunderblütensirup. Das habe ich euch schon mal empfohlen. Und Himbeersirup war da vorher drin und so. Voll lecker. Mit der Sonne, so. Das trinke ich mit Mineralwasser. Gemischt. Mit Mineralliebe. Du siehst so verstrahlt aus. Ja, ist ja von der Bindung. So, wir haben. Erstmal machen wir die Spülmaschine aus. Ja, der Laufstall ist weg. Platz gemacht für. Da ist der Laufstall. Ein Baum. Und ihr habt. Ja, du kriegst jetzt deinen eigenen Baum. Kannst du dann hier reinpinkeln? Er sagt, da freut er sich schon drauf. Smurfy, komm hier. Ja. Komm hier. Welches Telefon geht da? Weiß ich nicht. Gut, das war mir. Ich komme. Das ist er wieder glücklich, ne? Ja, wenn. Ja, wenn er sich dann jetzt schön setzt, so passt doch super von der Größe, oder? Der geht wieder runter. Der ist jetzt von diesem Netz, sind die so hoch. Ja, klar. Das ist ein bisschen schief. 800 Euro Baum. Ja. Na, was haben wir jetzt bezahlt? 48. 48. Und da oben ist dann die Steckdose. Die Lampen können wir ja schon dran machen, wenn du möchtest. Der Baum ever. Soll er jetzt wegsaugen? Ja, habe ich noch. Nimm noch den Dyson. Macht er nicht den Filter dann? Nein. Danke. Hat er sich freiwillig den Besen? Ist ja nicht schlimm, ne? Nein, das ist nicht schlimm. Der macht ja eh wieder. Ich wollte die Decke. Sonst stand er ja immer auf diesem Podest. Und dann habe ich die Decke da drum gemacht. Jetzt wollte ich mal gucken, ob das auch so geht, dass man halt diesen Ständer nicht sieht. So. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring some out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy. Bernd hat sich hier so eine. Was ist das, eine Werkbank? Nein. Werkzeug zum Halten. Dann kann er sein ganzes Werkzeug einsortieren. Und das wollte er jetzt mal hier anbringen. Neben dem Stromkasten. Möchtest du mir assistieren? Weil ungern, aber okay. Ja, das, dann mache ich das selber. Ja, selbst ist der Mann. Was soll ich da assistieren? Ey, hoffen wir die Titis zu bohren.
Mach ich beim Saugen. Kannst gleich wegsaugen. Ja, dann mache ich schon mal den leer, den Sauger. Laden, der ist jetzt empty. Mhm. Dann gehe ich jetzt mit meinen Freunden weg. Kannst du hier in Ruhe werken? Lonely. Ist Etty-artig. Was machst du? Ey! Aus. Lass meine Kiste in Ruhe. Du Schrömmel. Du Schrömmel. Ich habe die Decke erstmal weggenommen, weil ich dachte, falls er doch wirklich mal da dran pinkeln sollte oder so, dann lasse ich die erstmal ab. Kann ich ja nächste Woche oder weiß nicht, in ein paar Tagen erstmal dran gewöhnen, dass jetzt hier ein Baum im Wohnzimmer ist. Ne? Ja, komm, wir gehen aufs Sofa. Komm. Das ist süß, oder? Du, ja, du bist süß. Genau dich meine ich. Ich habe mir Kartoffeln gemacht. Mit, also so Pellkartoffeln und mit Margarine. Ach, jetzt habe ich die Petersilie vergessen. Ich wollte mir frische... Nein, ich... Gib ihm. Nein. Ja, gleich kriegst du was. Gib. Ja. Gib. Ja, wir schlafen heute wieder auf dem Sofa. Und... gleich Fußball. Gucken gleich Fußball. Und gammeln vor uns hin. So. Du riechst auch schon. So riecht es auch schon. Bei mir schon. Ja. Wie heiß das Stück? Na sag, wurde auch Zeit. Ja, oh, sind die lecker. Die sind noch aus dem Garten, die Kartoffeln. Mhm. Mhm. So pur. Habe ich die noch gar nicht gegessen, so pur. Wir hatten die immer nur irgendwo drin. Mit irgendwas. Gesagt, ne? Ja, so ein Hungerfräuchen. Ich bin so hungrig und du stopfst dir das in dein Wanst. Sagst der du. Schon so dick ist, der Wanst. Sagst du, ist immer dicker. Und ich guck dir mich an. Hier, da ist was, da ist. Ein Futterloch. Ey, besteht nur aus Knochen und Fell. wieder ein Happen für dich und keiner für mich. Mhm. Boah, wie soll man da niederstehen, wenn du so. Das würde er sagen mit seinen Blicken. Guck mal, das kleinste Stück kriege ich nur. Genau gesehen. Das war mir nicht gegönnt. Hast du gesehen, er ist mir aus dem Mund rausgefallen. Die Zunge hätte das kriegen können. Das kleinste Stück. Er hat genau gesehen, wie groß die Kartoffeln waren. Er hat ja mitgeerntet. Ach nee, die sind von deinen Eltern, ne? Ja. Ganz zärtlich. Ja, wir wollten uns nur noch verabschieden. Wir gucken jetzt Fußball und schlafen auf dem Sofa und melden uns morgen wieder. Tschüss.